Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator. Ihr seht schon, ich habe das Feld fertig gewendet, ich habe es geschwadert, ich habe unsere Schwaden gemacht, es ist picobello fertig. So, bedeutet, ich habe es jetzt auch hinbekommen, dass wir das Teil hier anhängen, und zwar musste ich dafür zurück zum Shop fahren, wo ich die Modifikation geändert habe, dass ich hinten sozusagen jetzt Anhängerkupplung habe. Leute, wir machen das Ding jetzt dann ready und fahren die ersten Teile ab. Und dann holen wir uns noch ein bisschen was extra. Ihr seht schon, da oben ist auch die Halle wieder zu sehen. Die habe ich uns auch wieder geholt. Wow. So, wie war das jetzt? Ich muss mit. Anschalten, Pickup senken. Aufklappen. So, da muss ich jetzt nochmal aufklappen. Zack. Dann ist es offen. Alle drei nebeneinander. Dann gehen wir auf G hier. Auf B. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Mit diesen Modulen. Ich habe ehrlich gesagt noch absolut gar keinen Plan, wie gut das jetzt wird oder ob das komplett beschissen wird. Aber wir werden es ja jetzt dann sehen. Schaut auf jeden Fall sehr cool aus. So von der Animation und allem her. Aha. Den hat er jetzt einfach rübergeschoben. Und da kommt der nächste auch schon. Er darf nicht dort abladen, wo ich arbeite. Yes, genau dazwischen. Perfekt. So wollen wir das. Jetzt haben wir da einen Dreierhaufen liegen. Das ist natürlich genial dann nachher zum Arbeiten. Es dauert natürlich alles ein bisschen länger. Jetzt nehmen wir der Größe. Ist ja jetzt Massenverarbeitung. Ich finde es cool, wie sie da hinten dreht, so richtig dacke, 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 wie so eine alte Dampfmaschine. Jetzt fahren wir bloß mal hier die ganzen Sachen ab. Ich habe das ein bisschen anders gemacht, als ich hätte es machen sollen. Ich hätte alles eigentlich einen Roboter machen lassen sollen. Dann wäre das Ballen machen jetzt einfacher gewesen, weil ich habe natürlich wieder jeden viele Zentimeter ausgenutzt noch. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich zur Hälfte der Zeit der Helfer wieder das kaputt gemacht habe, was ich gemacht habe. Und deswegen schauen die Schwaden so ein bisschen komisch aus meistens. Das war wegen mir. Upsi. So, jetzt legt er die nächsten drei Abpack ab. Ah, ist das geil. Das erspart dir halt so viel Zeit nachher. Und ihr werdet auch nachher sehen, wieso. Und ich habe vergessen, mit dem Traktor oben den Hänger zu holen. Fuck. Das wollte ich nicht machen, als ich den Schwader hochgebracht habe. Ich bin so dumm. Bin so dumm. So, jetzt kommt gleich der nächste Ballen drauf. Quader Numero Duo. Schau mal, kriegt das noch hin, bevor wir hinten ankommen? Ah, ich glaube ja, ich glaube ja. Jawollo. Sind wir durch die Außenlinie hier mit? Und davor würde ich gerne diese kleine Linie hier mit einpacken. Das ist voll beschissen, was ich hier gerade mache, aber es geht halt auch nicht anders. Aber wir kriegen also aus einer Reihe circa zweimal, also sechs Ballen. Das ist natürlich eine ordentliche Menge. Und dann können wir schauen, was wir daraus Pellets machen können. Ansonsten haben wir einen guten Vorrat an Heu für dieses Mal. Und als nächstes machen wir Heu und Silage und alles drum und dran. Und irgendwie werden wir dann einmal probieren, Pellets zu machen. Weil irgendwie muss es ja funktionieren, ne? So. Und rüber. Alter, das ist so viel Heu. So viel Heu. Das ist jetzt die gefährlichste Runde, weil jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht in unsere Linie sind, sonst crashen wir nachher voll rein.
That is a problem. Genau das meine ich, genau das meine ich. So, und wieder nach vorne. Das war jetzt eigentlich das, was ich überhaupt nicht wollte, aber... Jetzt sind die nicht so schön geschlichtet, wie das der PC irgendwie das System macht. Es ist so geil, wenn es schlichtet. Es ist einfach satisfying. Aber überleg mal, wie viele Ballen da jetzt schon draußen sind. Jetzt insgesamt schon 12 Ballen. What the fuck? Das ist halt an 4 Stellen nur, ne? Das macht natürlich schon einiges an Space Usement aus und so. Der Zug ist wieder verfügbar. Hi Zug! Vergiss mich nicht! No! Alter, das Ding ist... Wie schnell fahren wir? 9 km/h. Ist das da unten insgesamt unser Ballenzähler, wie viel wir schon haben? Wenn ja, wäre das richtig lustig. Schauen wir mal, wir werden es sehen. Wenn er abladet, müsste ja dann eigentlich eine Zahl dazukommen, oder? 15. 15? Ach, sind es die gesamten, die hinten liegen, oder was? Schauen wir mal. 16, aha. 17, 18. Kommt hin. Ich glaube, da schwören die hinkommen. Ah, dann haben wir sogar einen Zähler für nach. Kann ich den zurücksetzen? Den Zähler. Das ist ja mega nice. Dann wissen wir, wie viel wir auf dem Feld sogar gemacht haben. Wisst ihr was, Leute? Ich hole euch zurück, wenn ich mit diesem Feld am Ballenpressen fertig bin, weil ich glaube, das dauert noch eine Zeit. Und ich glaube, das wollte ich nicht alles geben. Also, bis nach. So, Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück auf unserem Feld und ihr seht schon sehr, 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 sehr viele Ballen. Unten in der Ecke seht ihr, wir haben jetzt 93 Ballen hier auf dem Feld verteilt liegen und die müssen natürlich jetzt eingesammelt werden. Warum wir jetzt diese Dreierkombination gemacht haben und nicht eine einzelne, das zeige ich euch jetzt, denn ich habe eine Idee. So ein Ballengreifer ist zwar cool, aber auch ineffizient, wenn es um Geschwindigkeit geht. Und ich habe dann eine ganz coole Idee. Wir haben genug Geld aktuell auf der hohen Kante liegen. Wir fahren jetzt einfach direkt hier hoch. Ich habe keinen Bock zu außen rum zu fahren. Und hab. Und dafür brauchen wir unseren Ballenwagen. So, ich habe jetzt überall wieder alles hingestellt. Hier steht eh alles kreuz und quer. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Ein Lagersystem, ein Hallensystem oder sowas reintun. So, euch steht noch hier. Nein, fuck, das war das Falsche. Stopp. Vorne die Kappeln. So. Denn wir brauchen diesen kleinen Quaderwagen. So. Weil wir eh noch so viel Scheiße eigentlich rumstehen, wenn wir es so betrachten. Aber ja. Hier, wir haben jetzt 2 Schwader, wir haben 2-mal einen Zeter. Mir ist erst aufgefallen, dass wir noch einen Zeter hatten, aber einen kleinen halt. Jetzt haben wir einen großen auch noch da, den könnt ihr euch hier mal betrachten. Da steht unser Zeter und unser Schwader. Beides bereit zum Einsatz. Natürlich nur die größten Modelle, weil nur das Beste für uns, ne? Und ja, wir werden den jetzt mal aufmachen direkt. Klack, klack. Und stellen ihn mal hier vorne auf das Feld. Und die erste Ladung ist eh gleich mal für die Pelletsmaschine, weil ich gerne wissen würde, ob die überhaupt funktioniert. So. Jetzt müssen wir in den Shop gehen. Und brauchen als erstes einen Radlader. What the fuck? Das ist ein Radlader? Das ist ein echt cooler Radlader, aber... Ich brauche einen Standardrad. What the fuck? Was hat das denn oben drauf noch? Hat das eine Hebebühne? Der hat eine Hebebühne. Ich
Schienen? What? Wait, what? Kabel? Schienen. Muddy Ray? Kabel? Schienen. Kabel? Schienen. What? Standard Boden Textil. Okay, damit müssen wir uns mal auseinandersetzen, wenn wir genug Kohle haben. Ich will hier einfach Teleport greifen und das Teil kaufen wir natürlich. Weil, wenn schon, denn schon. Dann brauchen wir hiervon und das müsste, glaube ich, ich weiß nicht, ist es unter den Radlader Schaufel zu finden? Nicht, wenn ich mich nicht irre. Was ist denn das? Ein Dreilinkkoppler. Was ist ein Harding Bucket? Alter, das ist für Sachen mit Mods dazu. Das ist teilweise verwirrend. Ne, müsste unter Ballentechnik eigentlich liegen. Und zwar hier. Den hier, den mit einem Ballengreifer können Quaderballen schnell einfach bewegt werden. Den wollen wir haben. Ich meine, wir das auch haben, da wird uns das Geld nie ausreichen. Aber das können wir uns dann hoffentlich mit den speziellen Sachen jetzt gönnen. Das Teil gönnen wir uns jetzt kaufen. So. Dann tappen wir mal durch unsere Fahrzeuge. Und da ist unser großes New Holland Baby. Und Radler sind dafür natürlich prädestinierte Arbeitstiere. Rettern wir gleich mal zur Arbeitsstelle. Ist der Bauer da? Nee, okay. Durchs Vödel durch. Oh, ich sitze, glaube ich, im Sitz drin. Nicht so gut. Alles schaut gut aus. Geschwindigkeit von 23 Kilometer pro Stunde. Würde ich mal als Power sagen. Das wäre natürlich ein bisschen schnell gewesen im Gegensatz zu der aktuellen Geschwindigkeit. So, wenn mir jetzt irgendwas passiert, dann wäre es sehr kacke. Und wir eh dann wieder mit dem Teil hier einkriegen, das kann eh wieder passieren. So. Sind wir hier an unserem schönen Feld angekommen. Und jetzt werden wir direkt mal hier vorne C machen. Das ist vielleicht sogar für eigentlich mehr gemacht. Das ist sogar für mehr gemacht. What the fuck? Man kann hier erstmal antithetisch gerade schubsen. Dann geht man hier drüber. Wenn man es hinkriegt und nicht so dumm ist wie ich, kann man mit wie geht denn das? Zuklappen, Ballen greifen. Und kann dann die rein theoretisch verladen. Aber why the fuck ist es nicht so breit wie 3, sondern so breit wie 5 gefühlt? Heißt ja, ich muss die jetzt hier neben packen. Das artet ja noch in Arbeit aus. Nee, aus. Pfui, lass los. Wie geht das Ball lösen? So. Jetzt halt schnappen wir uns 5 von den Stück. Dann verladen wir halt gleich 5 Stück. Wenn ihr das so wollt, können wir das auch gerne so machen. Und zack. Schon haben wir ein paar Ballen in der Kralle drin. So kannst du natürlich Massen auf einen Schlag bewegen, ne? Die sind natürlich blöd mit der Menge, wie viel du jeweils hast, aber natürlich, ich glaube, mit einem Teleskoplader hättest du 3 machen können.
Ah, das habe ich jetzt natürlich vergessen. So schön mittig natürlich muss das sein hier. Dann machen wir lösen. Schauen wir mal, dass wir so 15 aufladen und dann fahren wir mal mit dem Teil nach oben und bereiten die sozusagen Zelebrierung vor. Beziehungsweise eigentlich eher nur das, wir testen mal das. Wie sagt man so schön? Wir testen die Pelletsmaschine heute noch. Und dann darf ich in der Zwischenzeit die ganzen Ballen hochfahren. Set wieder. Und jetzt brauchen wir noch einen von den Packerl hier. Dann nehmen wir doch da vorne gleich einen, der so eh so schräg steht. Die sind eh perfekt für solche Aktionen jetzt. Ui, der wird aber instabil, wenn der so geladen ist. Eieieiei. Fuchte natürlich zu packen ist eine schöne Masse, wenn du vielleicht auch irgendwas füllen musst, ne? Nein. Muss ich mich neu ausrichten. Fahr, komm, Meter. Komm schon. Nein. Oh, jetzt ist er unten durch. Und der nächste ist in der Gabel drin. Alter, wenn du überlegst, die sind 20.000 Einheiten Heu jeweils, haben wir jetzt dann mit den drei Gabeln, die wir jetzt schnell, ist natürlich auch wieder so eine Variation, aber die drei Gabeln insgesamt machen dann schon 60.000 Einheiten aus. Ist natürlich eine brutale Menge, wenn man sich so überlegt, eigentlich schon. Ist schon irgendwie heftig. Such mal schauen, dass wir das natürlich auch. Wow. Und J. Aber das Stapeln geht mit dem Ding extrem gut. Schaut euch das an. Mega nice. Und ich denke, zum Abladen wird es genauso gechillt werden. So, dann nehmen wir uns gleich mal die und checken uns dann irgendwo noch zwei andere schnell ab. Damit wir da genug haben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Hintergrund hört, aber meine Vögel sind wieder sehr aktiv und das um 10 Uhr nachts. Mich verwundert es immer, dass diese Vögel so hyperaktiv sind. Aber ich glaube, ich darf mich da nicht so verwundern lassen, weil sie sind einfach komplett bescheuert für den Chill. Aber dann passen sie halt auch wieder zu mir, ne? Nimm diese blöden.
Jawohl. Alter, das funktioniert. Ich glaube, man braucht einfach nur Übung drin, mit dem richtig zu laden. Und dann hast du es. Es ist jetzt zwar nicht perfekt, sagen wir so, es ist ein bisschen ungerannt noch. Aber hey, wir haben wieder 5 Ballen schön in der Pranke. Und die fallen jetzt da hinten wieder drauf. Da wird verschnürt und dann werden wir die Dinger mal hochschicken ins Lager. Man sieht, ich sehe, der eine stieg ein bisschen weg. Das ist natürlich eine uncoole Sache. Aber hey. So. So. Weil ich bin gerade voll konzentriert. Das ist der Wahnsinn. Und abladen. Yes. Alter, schaut euch das an. Beladung like a Profi, würde ich mal sagen hier. Aha. Schaut euch das an. Jetzt müssen wir das nur noch verschnüren, glaube ich, ne? Kann ich das verschnüren? Wird das nicht verschnürt? Keine Verschnürung? Ihr vertraut echt stark in mich, kann das sein? Ah, es sind 15 Ballen insgesamt. Not bad, not bad. Alter, die hüpfen da drin voll rum. Warum darf ich die nicht verschnüren? SOS. Warum ist der eine vor allem höher wie die anderen? Der Boden von dem Wagen ist nicht krumm. Gott, da passiert was. Da passiert was. Oh mein Gott. Der hebt ab, der Junge. Was machen diese... What the fuck? Was geht hier ab teilweise? Ich muss die doch... Ich brauche einen anderen Aufladegewagen, ganz ehrlich. Ich werde hier kirre mit dem Teil. Da, die heben schon wieder ab. Okay, nächste Aktion nach dem... Nope, nope. Alter, schaut euch das an. Was ist das jetzt für eine Verarsche? Jetzt habe ich die so gut geladen. Ich wette, mir fällt einer jetzt runter. Ich würde aufpassen da hinten. Ich habe ein paar Ballen geladen und 2 davon haben beschlossen abzuhauen. Ich weiß nicht, wie lange die da oben halten. Ah, das ist echt ein... Also, ich mag den Wagen so vom Grund auf. Aber warum passiert das? Ich habe normal geladen. Ist das die Reibung dann? Warum darf ich dann zum Beispiel nicht verschnüren? Wenn es eh klar ist, dass sowas passieren könnte. So, X. Hm, komisch. Wieso ist jetzt dieser Balken? What the fuck, der eine ist wieder zurückgefallen. Okay. Wir holen jetzt ab und wir lassen die unseren anderen unten. Weil jetzt ist eh das Ganze hier nicht. Ich will jetzt nur mal gucken, ob das abladbar ist. Weil rein theoretisch könnten wir an dem Wagen rückwärts reinfahren und der Kran hebt es runter. Das müsste ja rein theoretisch auch funktionieren, oder? Alter! Klack. Dann will ich vorne Kuh machen. Die Schafe machen schon wieder Dreck. Alter, wir müssen irgendwas mit dem Strom machen. Das gibt's ja gar nicht, dass ich so viel Stroh da liegen habe. Warum ist denn hier Stroh? Alter, ich hätte sogar einen Heuball noch da gehabt zum Testen. Ich wollte. Nee, nee. Ach, guck mal, der eine hat sich eh schon freiwillig gemeldet.
Du meldest dich also freiwillig, das finde ich toll, du, mein Freund. Das finde ich suppi. Suppi finde ich das. Das ist eine sehr lange Folge, aber hey, wir werden das jetzt eh nur noch ausprobieren und danach ist eh Schluss für heute. Und den Rest werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wir wollen uns hoffentlich auch einen neuen Wagen mal besorgen, wenn wir sonst kriege ich langsam echt einen Anfall. Tor öffnen. Tür, Tür. Wo ist die Anlage? Hier sollte eine Anlage stehen. Warum ist dann hier... Mach mal den Trecker aus. Hier stimmt wieder ein... Hier ist schon wieder ein Bug. Bin ich denn doof? Ich bin, glaube ich, doof. Irgendwas passt hier nicht. Warte mal. Halle? Ich habe die Halle gekauft. Die da. Hä, doch nicht? Verkaufen. Ja. Das tut jetzt auch wieder im Geldbeutel weh, aber ja, mit Palettierer. Ihr habt es auch gelesen. Da stand mit Palettierer. So. Da, ja, da ist er jetzt auch. Alter, hab ich gerade ein Herzinfarkt. Ich hab den gekauft. Genau den. Genau das da hatte ich. Okay, jetzt tun wir den Ball reinschmeißen. Weil das wird ja bestimmt auch so funktionieren. Warum geht's eigentlich nicht nur rein, den Palettierer so? Was ist denn jetzt los? Wird nicht mal gemeckert. Kann ich den aufschneiden? Ballen aufschneiden. Hallo. Darf ich den nicht aufschneiden? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Schneide einen Ballen auf, Herr Willard. Warte mal, wie kann man mit dem Fahrzeug wechseln? So. Geh hoch da. Warte, ich sehe nicht, was ich tue. Das ist teilweise echt scheiße. So. Und jetzt schauen wir uns mal, ob wir den aufschneiden können. Müssten wir doch rein theoretisch, oder? Ja, schauen. Okay, neuer Versuch. What the fuck? Diese Aktion kann nicht durch. Hä? Habe ich irgendwas vergessen? Warum kann diese Aktion hier nicht durchgeführt werden? Bin ich jetzt doof? Muss ich die pelletieren? Also, ich schaue mir das bis zum nächsten Mal nochmal an und versuche, dieses zu verstehen. Weil es steht doch Heu, Stroh und Silage-Pelletieranlage drin. Und das ist eindeutig ein Pelletierer. Oder muss ich das davor pelletieren lassen? Das ist ja natürlich auch eine Erklärung. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.